Also eigentlich war das alles die Idee von Max. Die Idee, sich mit diesem Werk, mit dem wir uns irgendwie als Geigerinnen und Geiger unser Leben lang beschäftigen, das Werk nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, selber aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und auch in einer neuen Perspektive in die moderne Gesellschaft so ein bisschen reinzubringen. Dann dachte ich mir irgendwann, das ist doch eigentlich viel cooler, wenn ich das nicht nur alleine mache, sondern noch eine zweite Interpretin noch dazukommt und nochmal eine andere Seite, nochmal ein anderer Blick auf die Sache kommt. Genau, dann hast du mir eine E-Mail geschrieben und meintest, hey, hier, ich habe eine Idee mit dem Chaconne von Bach, lass mal suchen. Allererste Mal, wir kannten uns ja auch vorher überhaupt nicht und haben erstmal, ich glaube über eine Stunde war das sofort, über das Projekt gesprochen und du hast mir von deinen Ideen erzählt. Ich dachte, ich erkläre jetzt erstmal so ein bisschen meine Idee von der ganzen Sache und habe so erwartet, dass Johanna vielleicht sagt, ja, können wir probieren, aber nein, weit gefehlt. Johanna war also sofort Feuer und Flamme, aber hat auch sofort eigentlich ganz viele neue Ideen reingebracht. Wie ist das jetzt? So, nein, das machen wir ganz anders. Einlassen, dass es also ein Projekt ist, in dem ich nicht irgendwie als Komponist oder Arrangeur was schreibe und das mitbringe und dann spielen wir das, sondern es hat sich sofort so eine Dynamik auf Augenhöhe ergeben, bei dem wir beide sagen können, so will ich das aber nicht und probier doch mal das. Da wir auch diese Freiheit haben, mit dem Material so respektlos umzugehen, das einfach ändern, wenn uns das nicht passt, haben wir uns da so eingegroovt. Also ich bin eigentlich viel mehr im klassischen Bereich. Und es war für mich eine total interessante Arbeit, das auch zu sehen, wie Max jetzt mit dem Text umgeht und überhaupt mit was für Spielweisen und Bogentechniken, da sind halt super crazy Sachen dabei. Und die Arbeit war für mich dadurch total bereichernd, auch selbst mal viel freier mit so einem Text umgehen zu können. Als wir uns darüber unterhalten haben, überlegt haben, wie so ein ganzes Konzert aussehen könnte. Und dann war ja so die Idee, dass es natürlich viele neu komponierte, neu arrangierte Sachen gibt, aber dass trotzdem auch viel Platz für das Original, für das eigentliche Original von Bach ist. Und dafür habe ich eine Interpretin gesucht, wo ich dachte, die spielt Bach einfach erstmal auf rein klassisch, auf höchstem Niveau. Dann aber auch den nächsten Schritt gehen kann, auch ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehst, ne? Hier ein bisschen improvisieren, da mal was ganz Neues probieren. Und ich glaube, so ist so ein super Mix irgendwie entstanden aus zwei Welten, die zusammenkommen, aber dann auch irgendwie wieder eine neue Welt kriegen.